So, hallo Freunde. Heute ist Sonntag, heute gibt es keinen Flycheck. Wir haben nämlich was anderes für euch. Wir haben gerade so viele verschiedene Laufräder hier mit verschiedenen Freilaufsystemen, dass wir uns gedacht haben, dass wir mal hingehen, einfach mal ein klassisches Video machen, wo wir euch einfach mal den Namenshound vorstellen, weil wir haben es immer wieder, dass die Leute hier hinkommen und sagen, ich hätte gerne eine laute Narbe. Und jetzt haben wir die Option durch Specialized Laufräder, durch Industry 9 Laufräder, die neue DT Swiss Narbe, halt, die wir stehen haben, Marik Laufräder, Spank, Hope Narbe, wie auch immer. Zeigen wir euch heute einfach mal ganz stumpf, ganz simpel den Freilaufgeräusch. Hier könnt ihr halt auch sehen, wie viel Dezibel wir quasi haben. Die GoPro würde ich quasi einfach mit einfügen, dass ihr immer seht, wie laut es wird. Ich spreche gerade knappe 66, 67 dB. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Also, nach dem Intro geht's los. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Laufräder stehen, die wir eigentlich so, ja, eigentlich fast immer irgendwie im Laden haben oder die man bei uns beziehen kann. Ein Laufrad fehlt leider, zumindest eine Narbe fehlt, die wir auch sehr oft hier haben, aber heute leider nicht zur Verfügung haben. Aber ich würde sagen, am Ende des Videos sage ich euch noch, welche Narbe dort fehlt. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Laufrädern. Und dann könnt ihr ja mal schreiben, welcher Sound ist der coolste und wofür hättet ihr oder wo habt ihr Bock zu, euch so ein Laufrad halt zuzulegen oder halt nur die Narbe. So, als erstes, was ich halt hier habe, ist ein Specialized Roval Traverse Laufrad. Das ist ein Carbon Laufrad, wo eine Roval Narbe integriert ist, beziehungsweise Specialized arbeitet da ja auch mit DT Swiss zusammen. Hier ist eine 350er Narbe halt verbaut, die wirklich einen coolen Sound macht. Die ist eher ein bisschen leiser, sag ich jetzt mal. Aber ich würde sagen, wir drehen einfach mal am Rad und dann hören wir uns mal an, wie laut das ist. Also. Ja, also ich sag mal, von der Lautstärke ist man wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, das ist die 350er Narbe, auch mit einem Ratschensystem ausgestattet. Das hat ja eh schon mal wieder das bessere Innenleben und ist hier halt auch ein bisschen lauter wie die klassischen Narben, die wir halt so kennen. Also, DT Swiss 350er Narbe in der Specialized Felge eingespeicht. Schon wirklich sehr, sehr cool. Ich habe auch knapp gesehen, die kosten wie 84, 85 dB. Schon wirklich sehr, sehr laut, muss man ja wirklich sagen. Dann habe ich mal eine Alternative hier. Ich glaube, das kennen nicht so viele, weil die Leute kommen zu uns und wollen immer eine klassische laute Narbe, aber es gibt auch alternative Narben. Hope ist ja wirklich sehr, sehr stark, dann Industry 9 ist auch sehr stark und Chris King halt auch. Aber heute habe ich mal hier für euch eine Spank-Narbe. Habe ich lange schon gefahren, ich glaube, hatte ich mal anderthalb Jahre im Einsatz. Jetzt in so einem schönen Rotton hier halt hier. Die hat 6 Sperrklinken und 102 Zähnerasterung. Also das ist schon wirklich ein sehr schöner Sound, muss ich sagen. Und die Narbe ist auch preislich wirklich super attraktiv. Also ich würde sagen, wir hören uns das mal rein und dann schauen wir mal. Ja, also ich würde sagen, damit kann man auch arbeiten, wenn man nicht unbedingt jetzt das super, super, super laute Narbe haben will. Schön ist halt wirklich 6 Sperrklinken, die 102 Rasterungspunkte, die ich halt habe. Und man hört natürlich halt direkt, du hast kaum Leerlauf. Komplett, also du hast direkt einen Antritt. Das merkst du auch beim Fahren, dass einfach das viel mehr Spaß, um vorwärts zu kommen. Also, wie gesagt, Spank-Narbe, auch wirklich ein super Geheimfavorit, nicht übermäßig teuer, geiles Innenleben, womit man auf jeden Fall auch gut arbeiten kann. So, dann haben wir, würde ich fast sagen, hauen wir direkt ein dickes Ding raus? Nein, ich würde sagen, wir gehen hier hin. Und zwar, wir haben für einen Kunde ein Laufrad gebaut und zwar brauchten wir fürs Kinevo ein bisschen was Robusteres, also klassisch DT Swiss HX 581er Felgen auf der neuen DT Swiss Narbe.
Und zwar die neue DT Swiss 240, ein Ratschensystem mit der neuen DEG-Variante. Das heißt, ihr habt größere Zahnscheiben verbaut. Die haben mittlerweile 90 Zähne, die im Winkel von knapp 4 Grad halt einrasten. Und das hat natürlich nochmal einen komplett anderen Sound. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ich habe es noch nicht gehört, ich habe es noch nicht getestet. Also für mich ist jetzt auch quasi der erste Eindruck, wie laut diese Narbe halt ist. Aber optisch muss ich sagen, ist es schön, schlicht, ist auch wirklich bezahlbare Narbe, muss man ehrlich sagen. Ich meine, wenn ihr ein bisschen Geld in eine Narbe investiert, bekommt ihr auf jeden Fall ein gutes Produkt, was ihr die nächsten Jahre fahren werdet. Also starten wir mal die Anzeige. Ich bin schon sehr laut immer mit 60, 70, aber jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ja. Ist noch ganz neu die Narbe, also das muss ich jetzt ein bisschen einfahren. Aber ja, wir kommen auf jeden Fall in eine gute Region, dass das Ding auf jeden Fall laut ist, aber nicht zu laut, so dass du wirklich auch ja, beim Radfahren nicht die ganze Zeit diese nervige Narbe hast. Manche mögen es halt nicht, aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine geile Alternative, womit man auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten kann. DT Swiss 240 mit dem neuen DEG-Freilaufsystem, größere Zahnscheiben, 90 Zähne mittlerweile und einen neuen Winkel. Wirklich ein cooles Teil. Können wir euch auf jeden Fall auch bauen, wenn ihr was haben wollt. Was noch schön ist, und zwar der Klassiker bei uns, Hope Pro 5 Narbe. Wirklich eine tolle Narbe. Gibt es ja auch in super mega vielen Farben. Ich würde euch einfach mal die Farben einblenden. Da kann man wirklich was Schönes halt machen. Haben auch das neue Ratschensystem bekommen. Haben dann auch mittlerweile 108 Rastpunkte, man hört es auch schon, auch super direktes Ansprechverhalten, wenn du da mal reintrittst, hast kein Lärmweg. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt auch erstmal den Check, wie laut es wird. Ja. Rollen auf jeden Fall sehr, sehr lange. Aber das kennen wir ja so. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen einbremsen, sonst hören wir uns ja noch stundenlang den Abendsound an. Also wirklich auch sehr schön geworden, die neue Hope-Narbe mit dem neuen Rastsystem. Und gibt auch in mega vielen Farben, Ausstattung wie auch immer. Also merken, Hope Pro 5 Variante. Gibt es in super vielen Einbaumaßen, also wenn ihr da was wollt, können wir euch da gerne was besorgen. Jetzt habe ich noch mal ein seltenes Laufrad bei uns, und zwar ein Marvec D-Max Laufrad. Früher kannten wir die ja noch aus diesen ganzen Downhill Bikes, Enduro Bikes, in Silber, in Gelb, wie auch immer. Also da kennen wir noch ganz, ganz viele Leute halt diese Laufräder. Das ist ein Laufrad, was wir aus einem Mondraker Rad haben, weil Mondraker arbeitet ja mit Marvec zusammen, die machen sehr, sehr viel mit den Laufrädern. Und hier habe ich die klassische Marvec-Narbe drin. Es handelt sich um ein E-D-Mix-Laufrad, also das ist quasi auch die E-Bike-Variante. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben, und zwar ist das nämlich der Instant Drive 360 Freilauf. Auch wirklich sehr interessanter Freilauf. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wie laut diese Narbe überhaupt ist. Ja, also ich glaube, die Leute, die schon länger damit bei sind, die hören genau, dass das ein Marvec-Freilauf ist. Also Marvec hat einfach seinen eigenen Sound. Man merkt halt schon, dass da ein bisschen Spiel drin ist. Ich habe nicht so eine starke Verzahnung wie bei den bei der DT-Narbe oder halt bei der Spank-Narbe jetzt. Also man hat ein bisschen Leerweg, bis es einrastet, aber okay. Das ist jammern auf hohem Niveau, ne? Also das wirklich auch sehr cool. Marvec-Narbe bzw. ein komplettes Marvec-Laufrad, womit man auch wirklich sehr, sehr cool arbeiten kann. Jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir wirklich zu zwei Laufrädern, habe ich noch wirklich zwei Banger, die mich wirklich sehr ansprechen, aber wir werden mal gucken, was ihr dazu sagt. Und zwar Kundenauftrag, wir bauen nämlich noch ein Fahrrad um, und zwar eine Industry 9 Hydra-Narbe. Hier ist mein Zettel runtergefallen, ich habe nämlich ein bisschen geschummelt, und zwar
habe ich hier nämlich 115 Rastpunkte, auch mit 6 Sperrklinken. Also das ist wirklich schon sehr, sehr laut. Ich meine, ganz viele Leute kennen diese Narbe aus den klassischen Videos von Brandon Samilok und so, die halt fahren. Das ist schon, wirklich sehr, sehr laut. Fast ein bisschen zu viel, aber ich würde sagen, wir checken mal, wie laut es wird. Hört ihr diese Rasterung, diese feine Rasterung? Das ist krass. Hört sich ein bisschen an wie so ein Safe, ne? Ich meine, ich habe keinen Safe. Das habe ich nicht. Aber wenn dann... Ja, also das ist wirklich krass. Ich glaube, was stand da irgendwas mit über 90? Ich würde sagen, wir machen nochmal. Der war ja geschummelt. Achtung. Also 93 ist schon wirklich sehr, 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 sehr laut. Aber okay, wenn ihr eine laute Narbe sucht, Industry 9 Hydra ist auf jeden Fall eine, die ordentlich mitmacht. Gibt es auch in mega vielen Farben, also wirklich auch abgespacete Farben. Ist nicht ganz preisgünstig, aber okay. Ihr wisst ja, wenn ihr einmal eine ordentliche Narbe kauft, dann habt ihr auf jeden Fall die nächsten Jahre eure Ruhe. Also das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, jetzt kommt überhaupt ein Hingucker. Und zwar... Ich weiß, viele mögen es nicht, weil es hat immer so ein bisschen, viele günstige Fahrräder haben so eine Felgenform. Ist einfach so. Aber ich würde sagen, Bike Ahead ist mal ein Laufrad, was auf jeden Fall hervorsticht. Auch mit DT Swiss Innenleben, also wirklich ein deutsches Laufrad, was quasi in Deutschland produziert wird. Wirklich sehr, sehr cool, mega steif. Gibt es für E-Bike-Fahrer oder halt für die klassischen Fahrer, die noch ohne E-Bike unterwegs sind. DT Swiss Innenleben komplett. Ich meine, das brauche ich nicht viel großartig zu erklären. Ratschensystem und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wie laut dieses Teil ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ordentlich knattert. Boah! Ich meine, über Optik brauchen wir nicht reden, oder? Über Optik sieht doch echt krass aus. Also, das ist ja mal was, aber Stand da 96? Ich glaube, ich mach das nochmal. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr laut. Ich glaube, hier die Mädels aus der Buchhaltung, die hier nebenan sitzen im Raum, die finden das nicht so geil, wenn ich die ganze Zeit diesen lauten Namen abspiele. Aber das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Das wäre mir persönlich, glaube ich, ein Tacken zu viel. Wenn ich dann irgendwo unterwegs bin und du hörst die ganze Zeit diesen Freilauf, also du brauchst eigentlich keine Klingel mehr. Ich meine, die brauchen wir eh schon nicht mehr bei den ganzen Namen, die so laut sind. Aber das ist heftig. Das ist wirklich verdammt krass. Ja, das waren heute mal eigentlich ein schnelles, zügiges Video. Wir haben auch ganz viele kleine Shorts gemacht, das werdet ihr auch sehen, von fast allen Narben, die wir quasi gerade hier haben. Oh, ja, schön, oder? Mich ruft einer an, ich würde sagen, das Ding blende ich jetzt hier aus. Ich gehe jetzt fast ins Wochenende, weil wir haben die Hope-Narbe, wir haben die Specialized-Laufräder mit den DT Swiss-Narben, wir haben das Bike Ahead-Laufrad hier, ich habe die Hydra-Narbe von Industry 9, ich habe die Spank-Narbe, auch wirklich einen Kauftipp, muss ich euch wirklich sagen. Die DT Swiss Narbe, die neue 240er mit dem neuen Freilaufsystem oder halt auch das klassische Mavic-System. Was uns fehlt, was ich leider nicht habe, was mir wirklich leid tut, ist, ich hätte euch gerne nochmal eine Chris King Narbe gezeigt. Allerdings habe ich leider keine Chris King Narbe heute hier. Ich würde sagen, wenn wir mal wieder einen Kundenrad haben oder was aufgebaut, liefere ich euch zumindest im Reel, im Short, im, ja, wie auch immer man das nennt für die ganzen... Also Social Media Bereich, einfach das Video halt nach im Hochkantformat. Aber erstmal haben wir 7 Laufräder, die wirklich einen coolen Sound haben. Vielleicht erleichtert euch das ein bisschen zu sagen, hör mal, die Narbe finde ich cooler. Das ist auch eine gute Alternative. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier. Das System läuft immer noch. Ich bin immer noch zu laut. Mal gucken, was die Mädels sagen. Ich hole mir jetzt einen Kaffee.
Dann räume ich alles weg. Ich meine, so wie ihr seht hier mit der GoPro und ist halt ein bisschen aufwendiger, aber es macht mega Spaß. Schreibt mir doch bitte mal einen Kommentar rein, welche Narbe euch gefällt, ob ihr Bock auf sowas habt, weil dann würden wir uns wirklich die Mühe machen, noch mehr solche Videos zu machen. Ich meine, heute gibt es mal keinen Kai, der was erzählt zwischendurch. So, jo, ich traue mich alleine, aber dann muss ich irgendwann auch mal durch. Irgendwann bin ich auch mal alt genug dafür. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Cool wäre noch abonnieren. Ich meine, abonnieren ist kostenlos. Die Laufräder kosten was, Abo bei uns ist kostenlos. Ja, und dann bis zur nächsten Woche. Ich würde sagen, wir nehmen, glaube ich, nochmal die Laube, weil die war wirklich laut. Die lassen wir auslaufen und dann ist das Video vorbei und dann sehen wir uns wieder in nächster Woche. Also, vielen Dank schon mal, weil wir jetzt echt wieder laut sind.